Also ich habe vor ein paar Tagen ein Video aufgenommen während einer Zugfahrt und habe dabei die 180-Grad-Regel beachtet und mit der zusätzlichen Beachtung der Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, also die vollständige 180-Grad-Regel, die wir auf dem Motorrad nicht machen können. Und das Video, was dabei entstanden ist, war für mich selber so interessant, dass ich gedacht habe, das muss ich unbedingt posten. Deswegen zeige ich euch das jetzt. Falls es euch gefallen hat,